Hallo und ganz herzlich willkommen zum zweiten Teil von Pimp My Box. Jetzt sind ja mittlerweile schon knapp 2 Monate rum, seitdem wir den ersten Teil gedreht haben. In der Zeit ist hier in Rubis Box auch schon einiges passiert, was ich euch jetzt mal zeigen möchte und euch einfach meine Erfahrungen mit den jeweiligen Gegenständen geben möchte. Und ja, ich hoffe, euch gefällt das Video. Als erstes sieht man hier schon im Hintergrund mein Heunetz, mit dem bin ich ganz zufrieden. Dazu kann ich eigentlich nicht allzu viel sagen. Da hatte ich mir ja im letzten Teil auch den Dressur-Eimer oder Dressur-Krippe oder wie das heißt, gekauft, also der Futtertrog, mit dem ich auch sehr zufrieden, nur Rumi hat sich letztes Mal dran geschubbert, weshalb der jetzt ein kleiner Riss ist, aber das ist nicht allzu schlimm, den mag ich auf jeden Fall total. Dann sieht man hier als nächstes schon noch die beiden Besen, die feiert Rumi auch total, die sind auch extrem durch, weshalb ich jetzt einen neuen gekauft habe, genau. Als nächstes kommt ja hier dann auch schon die Kokosmatte, die hat nur einen Tag gehalten, dann lag sie schon auf dem Boden und war komplett kaputt, wie man sieht. Ja, genau, dazu gibt es nicht allzu viel zu sagen. Dann ist hier Rumis Tränkebeckenbogen, also der hat mich echt an meine Grenzen gebracht, weil wir mussten jetzt die Leitung wechseln bzw. die Dichtung austauschen. Weil Rumi hat sich hier so krass dran geschubbert, dass er den ganzen Bogen nach oben geschoben hat und somit auch das Tränkebecken die ganze Zeit unter Wasser gesetzt hat. Weshalb wir jetzt hier unten nochmal so eine Metallstange angebracht hat, dass er das Ganze einfach nicht mehr nach oben bringen kann. Den hatte ich ja aus dem Löstore gekauft, ich hatte den Cremer ja auch noch mal eingekauft. Da kann ich euch empfehlen, kauft den von Cremer, der ist deutlich stabiler. Und ja, jetzt würde ich sagen, starten wir mit dem neuen Video. Oh, wie ekelhaft. Also wie man sieht, haben wir jetzt gerade den ersten Besen abbekommen und da hat Holz sich schon total verfärbt. Der schubbert seinen Arsch auch manchmal hier, deswegen ist hier ein bisschen dreckiger. Und ja, so sieht es gerade aus. Als nächstes hängen wir die Kokosmatte wieder auf. Ich bin gespannt, wie lange sie diesmal hält. Vielleicht schafft sie einen Rekord von 2 Tagen. Darf ich das auch mal machen? Hä? Ja, ich glaube, das passt. Als nächstes kommt auch schon ein absolutes Highlight. Und zwar habe ich von der lieben Petra den Wingold Futterspender zugeschickt bekommen plus Wandkonsole. Ich habe den ganzen Futterspender schon bei uns im Stall entdeckt bzw. gesehen und fand es absolut cool, wie unser Pony sich darüber freut, einfach an sein Futter zu kommen. Und ich dachte mir die ganze Zeit, das wäre eigentlich so perfekt für Rumi, weil der ist jung und total verspielt und eigentlich die perfekte Abwechslung in seiner Box. Und da wir das ganze Video auch drehen, dachte ich mir, ich frage mal die Petra, ob sie bereit wäre, mir einen zuzuschicken. Und die hat mir tatsächlich einen zugeschickt mit Wandkonsole und ich bin total gespannt, wie Rumi reagiert. Und ja, freue mich jetzt, das in meinen Händen zu halten und nochmal ein dickes Danke an dich. Gott. 2, 3. Warte. Gut, sieht's aus. Schrauben kommen nicht durch. Als nächstes bringen wir für Rumi nochmal so einen Besen an. Da haben wir jetzt eine etwas kürzere Variante genommen, also so ein bisschen größer, beziehungsweise eigentlich kleiner, weil so 2 kleine Besen sind ja im Endeffekt größer, aber das ganze Ding ist jetzt ein bisschen größer. Ist so. Postencheck. Genauso hart wie der letzte. Als nächstes würde ich sagen, schneiden wir das jetzt endlich mal ab. Das war von seiner Obstkette oder wie das heißt und das hängt da schon ewig und ich würde sagen, das kommt jetzt endlich mal runter. Jetzt, bitte? Nee, du musst dich hochheben, bitte. Ah! Oh. Aua! Ja. Oh! Jetzt? Ja, lass es sein. Ja, da geht. Was ein Fell. Dass es Fall bzw. auf einer bestimmten Art und Weise von Druck runterfällt und auch mit einem Schlauch versehrt, dass er sich nicht aufhängen kann. Also wir haben da schon auf seine Sicherheit geachtet. Ja. Vor allem auch mit die Dinger reißen, ich glaube, bei 200 Kilo. Das heißt, falls er sich verheddert, er wiegt ja mehr als 200 Kilo, reißen dann halt die ganzen Haken durch. Genau, das war uns ganz wichtig. Das Seil ist stabiler an sich, aber zieh mal bitte nochmal das Seil.
Gut, dass ich so eine krasse Armkraft habe. Ich weiß auch gar nicht, auf welche Höhe das muss, das Ganze. Er ist 1,53 hoch. Oh Gott. Ich und meine Armkraft, Alter. Oh, perfekt, okay. Was ein Fell, ne? Ich habe jetzt in der Zwischenzeit mal Rumis Heunetz gefüllt. Und das hänge ich auch hier an seinen Heunetzaufhänger dran. Eigentlich ganz cool und easy. Perfekt. Wir beide sind jetzt fertig mit dem Einrichten von Rumis neuer Box. Und ich bin richtig, richtig zufrieden. Ich bin gespannt, was Rumi gleich sagen wird. Auf jeden Fall haben wir hier jetzt seinen Futterspender von Bingold. Dazu werde ich aber nochmal ein extra Video machen. Und hier eben auch seinen neuen Futterdruck drunter. Dann kommt als nächstes sein neuer Besen. Den liebt er auch richtig. Und daneben dann eben nochmal die Kokosmatte. Wie gesagt, ich bin gespannt, wie lange sie diesmal hält. Dann auch daneben schon sein Tränkebeckenschutz. Dazu muss ich eigentlich nichts mehr sagen. Daran haben wir nämlich nichts verändert. Aber jetzt ein zweites richtiges Highlight hier in der Box. Und zwar seine Massage- und Schubberbürste. Ich bin echt ultra gespannt, wie er darauf reagiert. Das ging auch ganz leicht anzubringen. Und wie gesagt, wir haben echt darauf geachtet, dass falls Rumi irgendwas passieren sollte oder so, dass es reißt und er sich nicht erhängen kann. Also das ist alles safe. Genau. Dann sieht man hier direkt auch schon sein Heunetz, seinen Futterdruck mit seinem normalen Futter drin und seinen Salzleckstein und hier nochmal ein Stück von der Kokosmatte. Die benutzt er auch ab und zu, aber nicht allzu oft. Ich glaube, das ist einfach zu hart. Ja, das war es eigentlich schon. Ich würde sagen, wir schauen jetzt, wie er reagiert. Jetzt bin ich gespannt. Hallo, Ibims, der Rumi. Ja, schauen wir mal, was die zwei wieder für mich gemacht haben. Uiuiui, da steht schon irgendwie wieder was mit einer Kamera. Jetzt bin ich aber gespannt. Ei, 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 was habt ihr denn da wieder Schönes gemacht? Oh, 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 köstlich schmöchlich, da kann man ja essen. Oh, schön. Oh, das ist mit dem Kopf ja richtig scheiße. Ja, das sagst du's. Kann man das essen oben drüber? Nee, das ist Holz, das schmeckt nicht. Ja, was ist das? Guck mal rum. Oh, oh, ja, was zum Kratzen. Oh, das ist ja eine Kehrmaschine. Oh, das macht Spaß bestimmt. Da geh ich jetzt erstmal essen. Das interessiert mich jetzt echt so. Ja, ich habe Hunger. Nee, da rieche ich jetzt diesmal nicht dran. Du, da war bestimmt schon wieder dein Freund mit dem Hintern dran. Ah, Sweetie? Oh, oh, köstlich, schmecklich. Hallo, jetzt mach doch mal die Kamera aus. Hier kann man nicht mal in Ruhe essen. So, das war's jetzt auch schon mit meinem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr schaltet beim nächsten Mal mit ein. Ich möchte mich an der Stelle noch bei der lieben Petra bedanken, die uns das ermöglicht hat, danke, den coolen Futterspender in Rumis Box zu hängen. Und auch ein dickes Danke an Annas Papa, der uns das ermöglicht hat, die coole Walze einzuhängen. Danke. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal mit ein. Bis dann. Tschüss. Ciao.